Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Es wird nicht mehr viele Parts davon geben, weil ich habe das neue oder alte Tomb Raider, also den Vorgänger, gekauft. Und ich glaube, 100% schaffe ich nicht. Das war zwar das Ziel, aber ich werde jetzt nochmal alle Regionen durchgehen. Von Anfang an. Also wir gehen jetzt zu einem Lagerfeuer gehen. Dann werden wir nochmal per Schnellreise alle Regionen durchgehen. Und da noch das machen, was uns noch fehlt. Vor allen Dingen diese Mission, irgendwie ist da gar nichts. Egal, wir werden nochmal alles... Fangen wir nochmal hier bei dem ersten an. Da, Dschungelhöhle. Da ist ja noch ein Grab. Das machen wir, das fangen wir an. Uns fehlt hier noch ein Schatz. Zwei Herausforderungen. Überlebensverstecke. Und das versuchen wir wenigstens jetzt abzuschließen. Und dann geht das immer so weiter. Und wenn wir irgendwas nicht schaffen, so wie gerade bei dieser Mission, dann ist das so. Dann ist das halt nicht ganz 100%. Ist mir dann aber auch egal, weil ich will ja eigentlich nur Spaß haben. Ist ja irgendwie nicht so ein Wettbewerb, dass man es unbedingt schaffen muss. Obwohl das natürlich für mein Ego ziemlich gut wäre, aber naja. Hier, das haben wir noch nicht gemacht. Da setze ich mir einen Wegpunkt hin. Und eine Sackgasse. Vielleicht gibt es im Gerichtssaal einen Ausgang. Was für ein Gerichtssaal? Hier unten ist nichts. Da muss man vielleicht einfach außen rum gehen. Boah, das fühle ich so, wenn sie aus dem Wasser kommt und erstmal ihre Haare richtig machen muss. Oh, was ist denn hier? Na gut, hier ist nur so eine Blume. Nee, ist es nicht. Man kann hier lang. Ach so, ja, da musste man das runterziehen, damit das hier aufgeht und man hier lang kann. Okay, alles gut. Leder. Pfeile habe ich auch genug. Oh, jetzt läuft sie da erstmal lahm lang. Aber das war doch... Irgendwo bei dem See. Vielleicht muss ich den anderen, das andere Lagerfeuer nehmen. Das eine Sackgasse. Vielleicht gibt es im Gerichtssaal einen Ausgang. Gehen wir jetzt zu dem da. Doch beim Flugzeugwrack und gucken mal, wie wir da zu diesem Grab hinkommen. Ich meine, das habe ich zwar schon mal versucht, aber irgendwie nur so halbherzig. Ich glaube, das klappt jetzt. Ich bin da guter Dinge. Gute Dinge. Guter Dinge. Oh Mann. Deutsch ist schwer. Blumenpflückerin. Das heißt, ich muss hier noch irgendwelche Blümchen pflücken. Kann ich ja mal noch machen. Aber gleichzeitig... Warum ist das jetzt so ausgegraut? Heißt das, man kann von da aus da nicht hin, oder was? Ne, hier habe ich schon 2 von 2 Gräber. Was fehlt mir noch? Mir fehlen die Überlebenspacks. Die Herausforderungen, Schatztruhe und sowas. Das hier fehlt noch. Ja, dann gehen wir dahin. Also keine Ahnung. Ich wollte es jetzt so cool managen. Und
und das alles so ordentlich machen, aber Realität ist, es wird schon wieder komplett chaotisch und komisch. Ich finde die komischen Blumen nicht. Hier ist ein Schatz. Nur unter Wasser. Noch ein... Hä? Hier, aber unter Wasser. Nee, eigentlich rechts von... Nee, in diese Richtung. Und wahrscheinlich hier zu dem Wasser. Ja, da kann man nicht unten runter. So, in diese Richtung. Keine Ahnung, warum mir das da so falsch angezeigt wird. Dafür habe ich nicht genug Platz. Kurze Frage. Da gibt's wohl Luft, aber wie kommt man da hin? Muss man da vom Wasser aus runterklettern? Nee. So geht das ja aber wohl nicht. Ah, dann habe ich es, glaube ich, langsam gecheckt. Man muss da irgendwie abtauchen. Vielleicht kann man hier tauchen, wo das Wrack ist. Ich habe keine Ahnung. War es bestimmt nicht. Wie komme ich zu diesem Schatz da unten? Okay. Das abgeschossen zu haben, war schon mal ein Fortschritt. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich da runterkommen soll. Oh, das sieht ja schon wieder nach Herausforderungsgrab aus. Das habe ich aber schon. Diese Schatzkiste. Jetzt, ob ich da irgendwie tauchen muss. Und da muss ich auch nochmal hin. Das können wir aber dann machen. Ich will jetzt zu dieser Schatzkiste. Habe ich irgendwas zum Sprengen? Ja, oder? Muss ich die halt ausprobieren. Ich schieße da jetzt mit allem möglichen gegen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Genau hier drunter. Versuche jetzt hier einfach alles.
Sind das die Explosionspfeile? Nee, das sind die Markiererpfeile, oder? Das wird doch jetzt nicht explodieren. Sieht aber so aus. Wie zum Teufel soll man da hinkommen? Ich habe eine Idee, vielleicht von hier. Ah, hat das jetzt funktioniert? Hat es funktioniert? Nee. Verdammte Axt, man kommt da einfach nicht runter. Okay, vielleicht von hier aus irgendwie. Nee, anscheinend nicht. So, das wäre zum Beispiel sowas. Ich weiß, wo der Schatz ist. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Also wäre der Kack für mich abgehakt. So, ich gehe noch einmal hier lang. Ob das hier irgendwie ein sinnvollerer Weg dahin ist? Ich glaube nicht. Dann markieren wir das jetzt. Dann gehen wir jetzt dahin. Dann machen wir wenigstens das. Und dann mache ich jetzt pro Part 1, 2 von diesen Regionen. Und ich sag mal, solange wir alle Gräber haben, alle Herausforderungsdinger, dann ist das so. So einzelne Sachen sind mir dann, glaube ich, einfach scheißegal jetzt. Wenn ich sie dann nicht hinkriege, kriege ich sie nicht hin. Mit den Blumen wäre natürlich cool. Da muss ich gleich nochmal gucken. Dafür habe ich nicht genug Platz. So. Jetzt bin ich auch auf den Baum geklettert. Vielleicht von da nachher da unten hin schwimmen. Ich versuche das danach nochmal da in dem Wasser. Und wenn das da nicht klappt, dann klappt das nicht. Dann ist das so. Jetzt ist die Frage. Wie komme ich da hin? Ich habe eine Idee. Auf diesen Baum da oben drauf. Dann hier hin. Das konnte ich vielleicht damals noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, das Gold nehmen wir noch mit. Ah, hier ist es. Yes! Ein Erfolg nach einer Viertelstunde.
Das habe ich alles gemacht. So. Die Gräber sind abgeschlossen. Jetzt fehlt noch. So, jetzt gehe ich dem Wasser nach. Gut, ich muss ja nicht die ganze Zeit da langlaufen, aber so am Wasser. Wenn man hier lang schwimmen könnte, wäre auf jeden Fall cool. Ah, guck mal, das hatte ich zum Beispiel nicht. Das ist noch ein Geheimnis auf der Karte. Oh shit, jetzt muss ich da nochmal hin und da, okay. Das heißt, die werden vielleicht auch am Anfang nicht immer angezeigt, sondern man muss zu sowas hin. Okay, finde ich gut zu wissen. Ja, ganz ehrlich, da kommt man auch nicht von selbst drauf. So, das nächste ist da. Ich glaube, ich gehe mal außen rum. Ich hoffe, man kann so rumgehen. Shit, nee, geht nicht, da geht's nicht lang. Wir müssen doch noch mal so laufen. Nein! Noch mal. Ich bin mal wieder zu ungeduldig für dieses Spiel. Ja, hier oben. Es ist doch weiß. Warum sehe ich das nicht? Wo muss... So, ist das eine Blume? Nee, leider nicht. Ah, guck mal, hier ist es doch. Perfekt. So. Davon fehlen mir jetzt nur noch ein paar. Was ich da soll, keine Ahnung. Jetzt würde ich hier in das Wasser gehen, weil ich jetzt... Nee, was bringt das Wasser? Das ist damit gar nicht verbunden. Machen wir das als nächstes. Wieso kann man das nicht auswählen? Warum nicht? Ich glaube, da wollte ich hin, ja. Kann ich nämlich da das Überlebensversteck auswählen? Dann nenne ich die Parts immer nach einem Gebiet. Da muss ich mir jetzt gleich mal aufschreiben, was das ist. Peruja. Peruanischer Dschungel. Peru. Ja, okay, man kann ja dann nochmal gucken, wie man das schreibt. So. Das auswählen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das ist ja an sich erstmal nicht schlimm. Und wie gibt's ja auch für Lara nicht so... So eine Art Stufen gibt's halt auch irgendwie nicht.
Yay, eine Videokamera. Cool. Jetzt fehlt da nur noch eins von. Ich könnte mal gucken, ob ich jetzt da irgendwie in das Wasser komme und ich muss jetzt dahin. Ja, cool, dann habe ich das hier auch. Und was wollte ich gucken? Hier in das Wasser. Ob man da irgendwie zum Schatz kommt, ne? Aber ich glaube, das hatte ich schon ausprobiert. Das kommt man nicht. Doch, das... Kommt man das? Nein, kommt man nicht. Hier ist nur so eine Fake-Höhle, dass man das denkt. Und hier? Auch nicht wirklich. Vielleicht musste man da mal irgendwas suchen. Ah, schade, an diesem Schatz bin ich jetzt immer noch nicht gekommen. Vielleicht kommt man von da an den Schatz, ich weiß es nicht. Oh ne, da bin ich wieder in so einem Dschungel. So. Das 84% mir fehlt noch. Ein Relikt. Wo auch immer das ist. Mir fehlt noch der eine Stern. Und ein komplettes Grab soll mir hier noch fehlen. Aber wo, Leute, wo? Da oben vielleicht. Ja, da sollte ich mal reingehen. Und wo bin ich gerade? Ja, keine Ahnung. Gehen wir da mal weiter rein. Vielleicht kommen wir da ja irgendwo hin. Ja, jetzt lauf! Ach so, man muss sich ducken. Ja, quetsche ich an den Menschen vorbei. Ich glaube halt irgendwie, hier ist nichts Neues. Ja, hier war ich letztens schon, aber vielleicht gibt es da ja irgendwie einen anderen Ausgang, wenn ich jetzt versuche, weiter rechts zu gehen. Gerade irgendwie nicht. Mit was kann ich das festknoten? Ach, da kommt man dann hin. Ah, mit da oben kann ich das festknoten. Okay. Das weiß ich nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe, weil dieses Gold da habe ich ja irgendwie auch nicht. Vielleicht bin ich da einfach weggegangen. Hm, das könnte ein Fehler gewesen sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich das gemacht gehabt.
Und es ist einfach ein Ausgang von oben. Ja, das scheint einfach wieder derselbe Weg zu sein. Ich möchte jetzt aber hier trotzdem wieder raus, weil das war irgendwie Zeitverschwendung. Dankeschön, Dankeschön. Hat sie gerade der Leiche am Popo gefasst? Dieser Mumie? Ja, ich glaube schon. Sagen wir da nichts zu, dann ist das einfach so. Wir gehen jetzt nochmal in den einen Teil des Dschungels, weil mich das einfach nochmal interessiert. Genau, da irgendwie rein. Ich dann doch hier das Gefühl habe, da komme ich vielleicht noch mal weiter. War ich hier nicht am Anfang? Ja, da war ich am Anfang und hab's verkackt. Hier kommt man auch nicht nochmal hoch. Dann gehen wir da jetzt zum Lagerfeuer. Und wählen nochmal ein anderes aus. Und zwar das hier. Vielleicht bin ich da nicht richtig hochgesprungen. Und wir müssen noch überlegen, welcher Schwierigkeitsgrad. Ich dann für das Lara Croft Rätsel nehme, für das andere. Oh, wie? Alles in der Welt kam ich da vorhin noch mal hin. Ich glaube nämlich, ich habe nur diesen Kacksprung vermasselt. Es war irgendein anderes Lagerfeuer. Nee, das war es auch nicht. Ich muss irgendwas auswählen. Kann ich das nicht auswählen als Wegpunkt? Das auch nicht. Okay, da muss ich grob in diese Richtung hier. Einfach mal mit Plan laufen. Ja, ich würde da erstmal auf die andere Seite gehen.
Dadurch, dass es da keinen direkten Weg gibt, bin ich da schon seltener. War ich ja heute dann auch erst einmal. Nee, da will ich aber gar nicht hin. Tja. Nee, da will ich nicht hin. Das kotzt mich jetzt schon an. Wir gehen zurück. Hier muss ich irgendwie hoch. Ja. Da hinten. So schwer ist das doch nicht zu sehen. Wo ist das? Da, neben dem Lagerfeuer. Links neben dem Lagerfeuer. Ja, wir probieren das jetzt nochmal aus. Letzter Versuch. Sonst ist mir der Dschungel jetzt hier erstmal egal. So. Ich will da hochkommen. Wieso habe ich das nicht hinbekommen? So, jetzt machen wir das nochmal. Ich weiß von diesem Lagerfeuer aus, ich weiß das. Nein, andere Richtung, hier lang. So, jetzt lese ich auch genau, was da steht. Ich versuche das immer zu beschleunigen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Okay, das reicht jetzt. Ist mir jetzt egal. Ich bin jetzt sauer. Ich finde, Dschungel ist einigermaßen abgehakt. Gucken wir jetzt nochmal, was fehlt. Also, es fehlt eigentlich nur noch ein so ein Tempelding, eine Herausforderung, eine Schatztruhe, eins davon und da, okay, fehlt doch noch einiges. Doch, erst 84% abgeschlossen. Und hier war ich noch gar nicht. Ist das da nix oder was? Nee, das ist ein unbekannter Ort. Da kann man anscheinend nicht hin. Okay, dann nehmen wir jetzt als nächstes Kukuwai irgendwas. Und wenn wir alles wenigstens über 80% haben, dann ist doch okay. Wir reisen schnell und dann ist der nächste Part. Oha. Fangen wir doch hier an. So, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war Part 65. Bis dann. Ciao.